So. So. Weiter im Text. Was streamst du denn? Ich stream Pokémon Kristall. Oh mein Gott. Nidoran hat einfach seine Ohrlaser benutzt. Mein Papunga weggelasert. Vielleicht ist ja mein Rendervorgang dann fertig, sobald ich hier fertig bin mit Essen. Ey, aber ohne Scheiße, was ist denn das? Die versuchen momentan alles dann. Sobald es um Wahlen geht, versuchen die alles. Ja, aber. Oh. Ich glaube, ich fange mir noch ein zweites Knuffenser allein für VMs. Hat das eine Idee? Ach, was soll's, wir gucken mal. Mein Knuffenser mit Zerschneider. Müsste ich mal Zerschneidervieh mit mir rumschleppen, ey. Ich lass mir was einfallen. Irgendwas, was nicht, ach ja, scheiße. Irgendwas, was nicht Knuffenser ist. Wir werden schon was finden. So schnell brauchen wir Zerschneider ja auch nicht. Ich hab übrigens Zettung. Ei. Heute kam mein Skadagri-Band an, mein neuer. Cool. Werde ihn mir aber noch ein zweites Mal kaufen. Ach ja, wenn nee, er denn nicht auf Deutsch ist. Nee, der ist nicht Hardcover. Ah. Auf Deutsch, den bekomme ich geschenkt. Knuffenser kann Blitz lernen. Wozu brauche ich Blitz? Ist nachher irgendwo ein Dungeon, wo dunkel ist? Kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass irgendwo ein Dungeon war, wo ich unbedingt... Doch, aber... Viel später erst. Immer schmackhafte Fleckmon-Rude zu be- Ach ja, stimmt. Mach dich vom Acker. Alter, was bist du für ein Arsch? Ja, eben Blitz kommt erst recht spät. Ich erinnere mich, dass da nochmal eine Höhle kommt, wo ich Blitz brauche, aber... Kann ich mir dann auch immer noch einen Knuffenser holen? Und Zerschneider brauche ich auch jetzt erstmal noch nicht. Können wir uns überall noch Gedanken drüber machen. Ich meine, das ist ja... Ich meine, es hat die Leute echt bis Sonne und Mond gebraucht, bis sie wirklich diese VMs wirklich abgeschalten haben. Finde ich irgendwo schade, dass das so lange gedauert hat. Ich find's traurig, dass Leute hier von Haus zu Haus ziehen, dir fucking Blumen an den Kopf schmeißen und sagen, wähl mich. Wähl mich, nenn mich, nenn mich, nenn mich. Und dann kommen die Piraten. Vor allem denn noch sowas wie die SPD, weißt du? Hocken da auf ihren Ärschen und tun das gesamte Jahr nix. Kann ich auch. Ich hab sowieso keinen Respekt vor Politikern, davon mal abgesehen. Ach, erinnert mich an eine Dojagdfeuer mal. Weißt du, vor allem ich hab... Oh shit, das Ding kann Schnabel. Warum, weißt du, ich hab jetzt schon wieder vergessen, was das für eine Wahl sein soll. Irgendwie, was hier im Umkreis. Also irgendwas... Kommunalwahlen, ja. Also etwas so Unbedeutendes, dass es schon gar nicht mehr witzig ist. Und sag nicht, dass es unbedeutend ist. Es ist unbedeutend. Eigentlich nicht. Aber nämlich? da bin ich wieder zu sozialwissenschaftlich werden und das wollen wir nicht im Stream. Gut. Bleiben die Leute halt dumm. Ich sag, es ist unnötig. Geht nicht auf sowas ein. Ich sage, geht wählen. Ja, wählen ja, aber nicht zu so einem Blödsinn. Dafür verschwende ich nicht meine Zeit. Hat der Typ mir eine Gemüsepfanne gemacht oder eine Hühnchenpfanne? Vielleicht beides. Vielleicht ist es ein Gemüsehühnchen. Weil ich grab mich gerade durch das gesamte Gemüse durch.
Noch von der CDU behaupte ich, würde die AfD wählen und die Tür von der Nase zugeschlagen. Okay, auch nicht schlecht. Oh shit, Onyx. Sprinkle, sprinkle. Käsesynthese bringt jetzt hier in der Höhle natürlich nicht so viel. Aber genug. So, ich meine, wir könnten auch... Ach komm, wir schicken nochmal Knofenser rein. Vielleicht kann der an Rankenhieb ja was tun. Wiggle, wiggle. Konnte ich jetzt ja nicht... Ach. Come on. Opfer! Steht da einfach nur Opfer! AfD, du meinst die Baby-CDU? Baby-NPD, wenn ich bitten darf. Ich wollte gerade sagen, es ist eher eine Baby-NPD. Das würde viel eher passen mit dem, was sie immer da rumjuxen. Bloß dazu, es wäre noch nicht mal eine Baby-NPD, weil es ist schon sozusagen eine NPD. Ja, machen sie nicht genau das, was die NPD damals gemacht hat, bevor sie verboten wurde? NPD ist immer noch nicht verboten. Die ist immer noch nicht verboten? Nein. Haben sich Leute nicht damals mal zusammengeschlossen und gesagt, Mensch, Rassismus ist echt scheiße? Anfang der Nuller haben sie versucht, die NPD zu verbieten, aber sie haben... Verfassungsschutz und Verfassungsfeindlichkeit nicht unter einen Hut bekommen. Ich hasse unsere Menschheit. Wenn ich eins von Bill Lutz hier dieses Video, die Geschichte der gesamten Welt in ein paar Sekunden zusammenfügen darf. Da haben sich Leute zusammengesetzt und diskutiert, ob Rassismus schlecht ist. Gut oder schlecht ist. Sie haben sich entschieden, es ist schlecht. Komischerweise irgendwie hat das heutzutage null Gewicht. Und Leute benehmen sich täglich wie Dickheads. Wieso driften wir jetzt in letzter Zeit eigentlich immer wieder auf so einen Scheiß ab? Sozialwissenschaftlerin fühlen mich schuldig. Ja, das kann ja aber nicht sein, dass das von dir mal kommt. Wir reden ja sonst nie über Politik. Warum reden wir genau jetzt immer in letzter Zeit über Politik? Du hast heute damit angefangen. Ey, ich hab überhaupt nicht. Die Alte hat mit ihrer scheiß Rose angefangen, ja? Nein, dein Fuß ist dumm. Dein Fuß ist dumm. Nein, meiner tut dir weh. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich hab heute trainiert. Ich komme gerade vom Training. Und nehme gerade meine erste Mahlzeit. Danke für den Sub. Und esse gerade meine erste Mahlzeit des Tages. Ich bin ja am überlegen, soll ich mir einen Onyx lieber selber fangen oder soll ich das echt tauschen? Weil dann sind wir damit auf Lockdown, dass wir es Aaron nennen. Können wir uns kollektiv darauf namen, dass das ein echt beschissener Name ist? Ja, das ist er. Ich meine, gegen unseren Freund Auron habe ich nichts. Aber Auron und Aaron, das klingt scheiße. Was ist die kreative Ecke gepackt? Zu viel Felino. Warte mal kurz. I need to see this. Gib mir mal eine Sekunde. Mein Interface, oder nicht? Kreative Ecke. Jesus. Oh Gott. Ist ein bisschen klein. Oh wow, warte mal. Kann man das jetzt sehen? Ist ein bisschen klein. Aber ich find's irgendwie nice. Fang Onyx selber. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich fange wirklich einen Onyx selber. Ich glaube, das ist besser. Weil, to be honest, ich habe keinen Nerv darauf, dass wir die ganze Zeit mit einem Onyx rumrennen, was Aaron heißt. Ups. Deswegen werden wir uns nachher ein eigenes Ver... Oh, Smog! Der hat einen Smogon! Der Sack hat einen Smogon! Man klaut ja eins.
Ja, kann ich nicht. Es ist ja nicht Pokémon Kolosseum hier. Schließe ich den Rocket an. Boah, weißt du eigentlich, wie geil ich das finden würde, wenn es mal ein Pokémon-Spiel geben würde, wo du tatsächlich Team Rocket spielst? Ja, ich weiß, es gibt einen ROM-Hack, der das macht, aber trotzdem. Ich möchte, dass es licensed bei Nintendo ist. Stachelspore, oh nice. Das wäre aber echt geil. Würde ich auch spielen. Ja, ne? Ich meine, es gab ja ein Pokémon Training Card Game 2, was nie wirklich erschienen ist, leider. Und da kämpfst du auch überwiegend gegen Team Rocket, nur mit Pokémon-Karten wahrscheinlich, ne? Als Smogon hätte ich gern, Onix wäre cool. Das sind alles Pokémon, die eigentlich verdammt geil wären hier jetzt in der Gesamtsituation. Meine Hand verkrampft. Ah! Und eine Sache, die ich mich bis heute frage, warum hat Smogon keine dritte Entwicklungsstufe? Gib ihm einfach noch einen Tumor. Ich meine, ist doch so. Es ist im Grunde eine geschenkte dritte Entwicklungsstufe. Gib dem Vieh noch einen Tumor. Ich meine, wir könnten uns jetzt auch wieder Suistein holen. Aber nee, komm. Fürs neuen Pokémon-Trailer habe ich nicht gesehen. Habe ich auch kein Interesse dran. Blasphemie. Steinigt ihn. Ich weiß nicht, Nintendo muss bei mir erstmal ordentlich was rausputzen, damit ich mir überhaupt irgendwie was von denen mit Marge angucke. So böse das auch klingt. Aber bislang macht Nintendo immer nur solche Sachen, wo mich nicht wirklich interessieren. Wo ich mir immer nur so denke, so, na, it's Mario, na, it's Legend of Zelda. Na. Ist immer nichts, wo einen richtig von aus den Socken haut. Wisst ihr, was ich meine? Na, so was ganz Neues wäre geil. Ja, was, wo du dir sagst, so, oh, okay, das sieht cool aus. So, ne. Aber jedes Mal, wenn ich Nintendo sehe, denke ich mir so, it's Mario. Dasselbe haben wir doch auch bei Capcom haben wir doch auch dasselbe. Oh, it's Street Fighter. Deswegen hoffen wohl alle momentan irgendwie, dass endlich mal was über Resi 2 rauskommt. Ich meine, vor allem wirst du mal leiser oder komm es nur so vor? Ich hab keine Ahnung. Mikro, was tust du heute? Ja, ich hab dich vorhin am Laptop angeschossen, weil ich aufgenommen hatte. Shit, wo war ich? Ach ja, Capcom und all sowas. Ich mein, aktuell ist ja in der Mache, das soll jetzt irgendwann Mitte des Jahres rauskommen, ein Fighting Game namens Fighting Layers. Und das ist mit den Charakteren, die aus der Street Fighter EX-Serie waren, wo Capcom nicht die Rechte dran hatte. Und es sieht an sich ziemlich cool aus. Deswegen, da bin ich eigentlich schon ein bisschen gespannt drauf, wie das nachher aussieht. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die jetzt auf der E3 jetzt endlich was für Brazzy bringen. Probably not. Ich hoffe es, aber. Aber wegen der Tatsache, ich will ein spielbares Resi 2 haben, das ich auch spielen kann. Sofern dein PC das mitmacht. Eben. Das kommt nochmal dazu, leider. Ich meine, ich würde es mir für die PS3 oder PS4 holen, also, joa. Sagen wir so, wenn es dann auch nur für PS4 rauskommen würde, ich glaube, das wäre ein Grund für mich, eine PlayStation 4 zu kaufen. Nur für dieses Kackspiel! Es wird aber nicht nur dafür rauskommen, also. Ja, es wird auch für Rechner wieder mit rauskommen, auf jeden Fall. Gugigigug. Mal so intelligent sind sie heutzutage. Ja, doch. Also viele Sachen kommen ja mittlerweile auch schon für PC raus, wo damals PlayStation Exclusive waren. Ach, wisst ihr was? Wir fangen uns erstmal an Felino. Ich hab zwar nicht vor, es zu behalten, weil ich Morlord ehrlich gesagt nicht so mag.
aber Filino ist niedlich. Filino ja, aber es entwickelt sich irgendwann zu Morlord. Und Morlord ist... Ich weiß nicht. Weißt du, an wen mich... Ich glaube... Ach shit, es ist weiblich. Ich kann es also nicht so nennen, sonst hätte ich es Newton genannt. Nenn's trotzdem Newton. Ich nenn's trotzdem Newton. Fisch sein Körper Schleim überzogen und ist schleimig und eklig. Ja, okay, in gut. In meinem Pokémon-Mondspielstand habe ich... Oh, ich weiß nicht, wie das Pokémon eigentlich heißt. Irgend so ein nerviges Flugvieh. Ich habe es Helena genannt. Jetzt haben wir ein Felino, weiblich, namens Newton. Newton, er ist der größte Newton. Genau daran musste ich immer denken. Newton. Okay, wir haben Sternschauer, ja. Geil. Ich habe die Serie geliebt als Kind. Die war sehr fucked up an manchen Stellen, also. Ja. Also sie war nicht schlecht, also. Ich fand sie toll. Oh geil, ein Ratzfratz. So langsam stopfig. So langsam was? Stopfig. Du stopfst? Ja, ich hab mir zu essen geholt gehabt vorhin. Hashtag stopfen. Mhm. Hier, wie war das? So, sorry. Wenn man sich so ein asiatisches Mittagessen holt. Hm. Ich meine, wie war das nochmal, wenn man hier in dem Spiel Shinies findet? Dann sehen sie erstmal anders aus und dann haben die auf einmal solche komischen Sternringe um sich drum. War das nicht so? Ich meine, da mal irgendwas gehört zu haben, gelesen zu haben. Ach, guck mal, hier geht's doch schon raus. Suddenly it's night. Warte mal, aber ich glaube, ich habe einen Weg vergessen. Warte mal. Ja, da, ich bin wieder da. Ich gehe mal kurz den Rest von meinem Essen einpacken. Oi. Ja, Newton ist, Newton wird auch nicht lange im Team bleiben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wieso finde ich jetzt hier keine Pokémon? Endlich habe ich durch diese Höhle geschafft. Nur kurz als ich annahm, war erschöpft. Oh mein Gott. Oh, Scheiße, Mann. Oh, das ist eine Gegenbeere. Ja, es gibt einfach andere Wasser-Pokémon, die ich lieber mag nachher. Von daher. Und am Ende werden sie wahrscheinlich eh durch Suicune ersetzt. Suicune? Weiß mal ich irgendwo offiziell, wie das Ding ausgesprochen wird? Suicune? Ich habe jetzt schon den Namen, wenn wir Meine Güte, warum ist Sui jedes Mal da, wenn wir irgendwelche Pokémon-Let's Plays machen? Tolle gegangen, aber wir haben noch viel Energie übrig. So siehst du auch aus. Monster aus Versehen, ich erinnere mich dran, die war... da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und es ist nachts, es ist nochmal ein anderes Problem. Ich hoffe, Opfer, ne? Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt Knofenser doch nicht tauschen, hinterlässt uns ein Knofenser mit dem Namen Opfer. Opfer? Ja, Opfer. Opfer. Nee, O-P-F-A-H. Sprich mir nach, Opfer. Der Sprite von Macholo sieht nice aus. Eigentlich müsste ich ein anderes Buch zu Ende lesen, aber ich will mich nicht spoilern lassen. Mm. Shit, ich habe einen Typen angezündet. So nice aus. Bumm. Ich glaube, es klingt ganz schön mit Night. Ah, ich freue mich schon so. Zunder ist echt super. Ich glaube, das... Ich meine, okay, Kanimani hätte ich auch noch toll gefunden. Kanimani! Ja, genau. Gefällt euch, dass ihr mit der Silbenstiche wache.
bin ich ein barmherziger Samariter? Ja. Siehst doch überhaupt nicht aus wie ein fucking Gangster. Ich warte ja auch immer noch so auf den Pokémon-Teil, wo Pokémon Center tatsächlich Geld verlangt für ihre Arbeit. Weißt du? Sagst du mal, du willst ein Pokémon heilen? Das macht 3000 Poké-Dollar. Ja, Mensch, jetzt haben wir einen Knofensam mit dem Namen Opfer und wir können nichts dagegen tun. Weil wir uns entschlossen haben. Oder wie? Hä? Weil hast du dich da so jetzt zu entschlossen oder hieß das so von Anfang Nein, an? Ursprünglich hab ich, wollte ich einen Knofensa, um es gegen Onix zu tauschen im Spiel. Mhm. Problem with that. Das. Onix hätte einen blöden Namen gehabt. Ja, Onix heißt dann Aaron. Ich meine, wie würdest du einen fucking Onix nennen? Spoiler, nicht Aaron. The Rock Johnson? Ich würde es, also wenn ich eins finde nachher, ne, ich gehe da jetzt nämlich nochmal rein und hol mir eins, dann nenne ich es Colossus. Oh ja! Wenn ich denn eins hab, ich nenne es einfach nur Colossus. Schau mal, na guck, wenn man von wilden Onix spricht. Du bist weibliches Onix? Okay, nee. Da werde ich auf einmal sexistisch. Bronn. Bronn ist auch ein nicer Name. Ich nenne es Colossus. Sofern das passt. Sofern es passt, that is. Ich würde es Papa Sui nennen. Weil sich niemand mit deinem Papa anlegen. Ist Sui nicht ein bisschen zu klein für Onix? Ja, deswegen. Meinem letzten LP, als wir durch Kanto gereist sind, hatten wir einen Kleinstein namens Klein Sui. Sui-Stein. Und hier sieht Kleinstein einfach nur aus, so nach dem Motto: runter von meinem Rasen! Das macht sogar diese Handbewegung. So dieses runter von meinem Rasen, ihr verfluchten Gören. Meine Güte, es wird aber nicht so schwer sein, ein fucking männliches Onix zu finden. Doch. Ich meine, wir suchen nach einer gigantischen Steinschlange. Noch ein Felino. Noch ein Newton. Aber wenn du ein Kolossus hast, brauchst aber auch Negasonic Teenage Warhead. Dir ist bewusst, dass wir nur ein paar Zeichen zur Verfügung haben, ne? Ja. Das heißt, wir müssen es irgendwie Nge Tinten Warhead nennen. Ja. Nicken Tinten Warhead. Und jeder weiß genau, was wir damit meinen. Nichts. Egal. Warum heißt das Pokémon Chicken Nicken Warhead? Supersonic Teenage Warhead war leider zu lang. Onix kommt im ersten Untergeschoss häufiger, glaube ich. Okay, ich gehe ins erste Untergeschoss. Turbo. Alter, vor allem Felino, ne? Felino ist süß, aber wie es immer mit diesem Grinsen auf dich zukommt. So, dann wollen wir mal gucken. Fucking Zubat! Ich hasse es, Instagram-Posts am Handy zu machen, ey. Ja. Ja. Hier ist Früchte-Riegel, ist gut für die Knochen! Hier rab einen Früchte-Riegel, ist gut für die Knochen! Ja geil, wieso kriege ich jetzt nicht mehr dieses Bild von einem Onix aus dem Kopf, wie es einen Müsli-Riegel im Maul hat? Und dann nehmt noch eine Deadpool, bitte. Ein Russen-Onix mit so einer Russen- Leute, und einem Adidas-Shirt, oder was? Leute, einer von euch muss das zeichnen. Einer muss das zeichnen. Ey, das ist... Du guckst doch live auf Boris.
Is Adidas. So fucking Felino, ey. Gut für die Knochen. Ist gut für die Knochen. Was? Achso, Felino, ja. Ah, guck mal. Bitte sag mir, du bist männlich. Fuck you. Das ist weiblich. Turbo Speed. Turbo. Turbo! Meine Güte, gibt es nur weibliche Onyx oder was? Ja. Sind wir hier in der Feministenhöhle gelandet oder was? Ja. Sorry dafür, Leute. Das dauert mir gerade zu lang. Wir sind nur ein bisschen rassistisch. Ah, männliches Onyx, there we go. Jetzt hat er die ganzen Weiber und alle verdrängt, nur damit er einen Mann kriegt. Das ist voll nicht fair. Das ist nicht richtig. Mhm, ja, okay, cool. Hier, hab Stachelspore. Shadow, aber das ist wirklich nicht richtig. Oh Gott, jetzt hab ich schon wieder... Oh Gott. Was soll ich sonst machen? Soll ich Frauen paralysieren oder vergiften und dann kapitalisieren oder was? Nein. Es müssen auch Gender-Fluid-Charaktere mit bei sein. Keks? Was? Stop this. Stop this Skydiggery at once. Ey, vorher war es Supernatural-mäßig. Schön, dass sie diesen Sound von Kreideschrei beibehalten haben. Ihr wisst schon, der so überhaupt nicht in die Ohren geht. Dein fucking Ernst, du blöde. Okay, gut. Ich habe andere Methoden für so für schwere Fälle wie dich. Muss das jedes Mal sein? Ja. Ah, there we go. Ich weiß, keine große Hilfe. Nee, heute echt nicht. Ich bin halt ein sarkastisches Arschloch. Plus dazu, ich hab mein Buch. Stop fucking... Oh. Kreideschrei, fuck. Aber okay, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn dieses Onyx einfach so viel aushält. Es macht dann also genau das, was ich möchte, dass es tut. Jede Menge aushalten. Fucking! Komm, da wird aber ein normaler Pokéball jetzt reichen. Boah. Sag mal! Du bist paralysiert und fast tot! Das ist ja wohl ein... Okay, Secret Technik. B und nach oben gedrückt halten. What the fuck? Seit wann ist Onyx so das Magnum Opus eines fucking Höhlenabenteuers? Es ist paralysiert und fast tot. So. Kann ja wohl nicht. Aua. Okay. Jetzt aber. Ich soll mal Twitter checken. Warte, das mache ich nebenbei am PC. An meinem Handy. Sag mal, bist du irgendwie, ne? Ich schmeiß noch mal einen Superball. Zwei habe ich noch. Come on. Bleib da jetzt drin. Weißt du, bist borstig? Geht doch. Endlich. Okay, ich bin auf Twitter nebenbei. Oh,
Felsnatter. Oh Gott. Es ist Onyx mit einem Müsli-Riegel und Wodka. Oh mein Gott, warte. Oh, meine Finger sind zu groß. Meine Finger sind so fett für das Touchpad. Kennen wir dieses Problem nicht alle? Spitznamen, yes. Warte mal, es heißt ja C... Nee, warte, wie wird Colossus jetzt geschrieben? C-O? Warte mal, ich google mal kurz. Col... mit Doppel-L? Also C-O... C? Also Colo? Ja, also C-O-L-L? Nee. Was? C-O-L-O. Ah, C-O-L-O, okay. S-S. Ach, mit Doppel-S, ah. Ja. Aha. U-S. Ah, mit U-S, okay, gut. Colossus, sehr schön. Nice. Ist nix wie raus hier. Nutzt kleine Buchstaben. Nein. Nein. I mean, seriously, warum? Man muss den Namen seines Pokémons brüllen, sonst wirkt das nicht. Resurrection Midnight. So. Aber ich glaube, Newton packe ich weg. Oh, Derek! Derek ist schon wieder in seiner Widmung sehr nett. Schon wieder? You're smart and witfully stupid. Hm. Hast du schon mal Fleckmann-Rote probiert? Sie soll sehr lecker sein. Ihr schneidet Fleckmons die Schwänze ab und esst sie. Das ist pervers. Was ich gesagt habe. Oh, okay. Ah, stimmt. Hier kann man sich ja Pokebälle selber machen. Das muss Capsen im Namen, sonst taugt das nix. Ja, bist du? Wow, was? Willst du ein paar Bälle machen? Jetzt sei ja, oder? Musst du warten. Kennst du Team Rocket? Ja, erzähl ohne darüber. Team Rocket ist eine üble Bande. Die Pokémon ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt, dass sie am Brunnen schneiden, Rude und Fleckmann ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Heil Fleckmann, heil Kurt auf dem Weg. Warte. Oh boy. Wie viele Seiten hat das Buch eingerichtet? Das will ich mal jetzt wissen. An die 400 wieder. Derek hat wieder zwei Sätze Kapitel. Also wie immer. Ja. So, wie sieht's mit dem Ei aus? Schon lauter zu hören, es wird bald schlüpfen. Geil! So, Newton, das ist eigentlich gerade hier nur da, weil er da ist. Boah, hallo Smurf. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. So stell mir das gerade so vor, dass Kurt Richtung Brunnen geht, aber so. Ah! Rennt einfach weg. Boah, auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr rüber bewegen kann. Wenn ich fit wären, würde meine Pokémon bestrafen. Um mir zu helfen, Smurf, zeig ihm, wie mutig du bist. Tu es für mich. Okay, Chef. Wer ist denn eine Wache, Mann? Scheiße, ey, Mann. Nee. Kau mir kein Ohr ab und lass uns fighten. Die verbuggtesten Pokébälle ever. Ja, das auch. Ein Ratzfratz, wow. Was bedeutet das? Das muss ich jetzt mal googeln. Es bedeutet, Colossus ist euch allen überlegen. Flappable. Boom. Jetzt bin ich jemand, der selber Kreideschrei benutzen wird. Und natürlich funktioniert es bei mir nicht. Bei einem Nager. Weißt du, 90% seines Körpers sind Ohren. Tut mir ja leid, dass ich euch das antun muss, aber wenn es die Verteidigung stark sinkt, ist das schon was Gutes. Okay. Gut, dass das bedeutet. Oh, das tut einiges.
Nee, weil halt dieses Wort Flappable, das habe ich noch nie vorher gehört gehabt, deswegen. Es war so. Es ist what? Flappable. Es flappert rum. Ja, reizbar. Alter, Kolossus hält so viel aus. Okay, ist doch Kolossus! Ja. Was habe ich auch anderes erwartet, ne? Aber Onix ist generell cool. Ich wünschte, ich könnte mir einen Stalos machen. Aber ja, I cannot. Ich hasse es, diesen Move benutzen zu müssen. Kann ich mir Pokémon-Kristall nicht modden, dass Kreideschrei irgendwie was anderes ist? Wie zum Beispiel, ich weiß auch nicht, Pillar Man Theme. Jedes Mal, wenn ich Kreideschrei einsetze, hörst du nur Alleine! Oh mein Gott! Boah. Oh mein Gott. Ich freu mich gerade. Bist du schon wieder am Fangirlen? Ja. Wenn einer deiner Lieblingscharaktere auf einmal wieder vorkommt. He's back. Alter, hat der viel Verteidigung. Es ist weg. Dass es Stalos in dieser Edition gibt, weiß ich. Ich muss es tauschen. That's the problem. Und da ich jetzt hier... Ich meine natürlich, das ist hier ein originaler Gameboy, den ich an meinen PC gemoddet habe. Ja, natürlich. Mhm. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass ihre Haare unter den Armen... Ich weiß, das sollen ihre langen Haare sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind irgendwie so zwei separate Köpfe, die sie hat. Bubat. Kolossus. Kolossus macht echt nicht viel Schaden. Nicer Damage. Erstmal Fledermaus abbrennen. Easy. Aber wir kriegen Kolossus schon noch irgendwie auf Arbeit. Retter, rückwärts, Natter. Niemand kommt auf sowas. Oh Gott, Zunder. Also Zunder ist mittlerweile... Okay, wir hatten das letzte Mal Gobble. Und Gobble war so eine Sache. Haben sie jetzt hier eigentlich jetzt... Ja, Wickel ist jetzt ab der zweiten Gen anders. Genau, das hatte ich gehofft. Er hat gerade die Befürchtung, dass wir jetzt hier wieder jede Runde... Nein, kannst nicht angreifen, musst wir gewickelt werden. Wickel ist ja noch überhaupt nicht nervig. Volllautes Balk. Okay. Chill mal dein Höschen. Vor allem. Das soll ein Fleckmonst sein. Das soll ein Fleckmonst sein. Gobble war keine Legende. Gobble war ein Ereignis. So was anderes kann ich Gobble jetzt nicht wirklich unterordnen, außer als ein Ereignis. Gobble ist passiert damals und da konnten wir nichts das machen. Ich hatte echt... Oh Gott. Weißt du, Gobble stand immer im Schatten von Killer Queen. Das war das Problem. Und er konnte nichts machen, um da rauszukommen. Er war immer der zweite Kaiju. Gut, dass ich noch Tränke habe. Kolossus. Hat noch relativ wenig HP, aber wie gesagt, seine Verteidigung ist halt... Huiuiui.
saftige Verteidigung, möchte ich ja mal anmerken. Controller? Wieso ist das... Ach so, deswegen. Ich hab mich schon gewundert, warum ist mein Kabel so kurz? Boom. Echt? Der hat ja... Ach du Heilige. Der ist so ein fucking Fanboy. Will da jemand was gegen Feen-Pokémon? Ja, ich möchte, dass sie nicht existieren. Ich akzeptiere ihre Existenz bis heute nicht. Meistens ist es Fee und auf einmal sind sie stark gegen Drachen. Aber was ist das denn? Bisschen Feenstaub und so ein Drache kniet vor dir nieder. Warum immer Zubat? Oh, ein Zubat! Oh, ein Zubat! Oh, Achtung, ein Zubat! Oh, guck mal, ein komisch deformiertes Zubat! Ja, wir haben verstanden, das ist ein Zubat! Hätte auch direkt machen können, wäre ein bisschen effektiver gewesen. Und Colossus ist Level 10. Und er lernt Klammergriff. Ja, geil. Jetzt kann ich klammern. Ein Fleckmo mit abgetrennter Rute. Sagt einfach Schwanz. Also, Junge, kümmere dich bitte um Opa, Fleckmon, danke. Ach du Scheiße. Fleckmon mit abgetrennter Rute, das ist irgendwo echt krank. Fucking Zubat. Hätte ich jetzt hier einen Fleckmon gekriegt, ne? Wäre ja richtig cool gewesen, aber nee, was krieg ich denn Zubat? Was willst du? Meine Arbeitsschule gibt mir keine Gnade, verpiss dich. Putz dich weg, Mann! Ein Vieh hat er, ha? Und es ist ein Smogon. Ja, yeah, yeah. Ja gut, was soll ein Smogon machen können gegen mein Onix, hä? Deswegen schrei ich es ein, zweimal an. Ja, es kann mich tackeln, ja, Mann. Versuch das noch ein paar Mal, vielleicht funktioniert's ja. Ich meine, eigentlich müsste bei Onix Klammergriff doch um einiges effektiver sein. Ich meine, es ist eine gigantische Steinschlange. Wenn dich das Ding umarmt, müsste es dich zerquetschen. Das war ein Crit. Naja, aber nicht viel gewesen. Scheiße. Tackle? Bringt das was? Ein bisschen mehr. Das Gift macht mehr Schaden. Ey, Tranto. Okay, Klammergriff geht noch nebenbei immer her. Das ist nicht schlecht. Quasi habe ich das Ding jetzt im Schwitzkasten und Kopfnuss, das Ding ständig. Und jetzt hat der Klammergriff aufgehört. Okay. Komm, Onix, das schaffst du. So, Volltreffer natürlich. Bolz ist weg. Dass Onix schneller ist als ein Smogon. Das finde ich gerade interessant, obwohl ich auch ein Level drunter bin. Oh Mann, oh Mann. Warte mal, komm, beim nehmen wir mal beendet. Der Team Rocket wurde bei 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir Unruhe sorgen. Flashbang.
weiter so smooth. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken geht schon besser. Lass uns gehen. Aua! Oh, hi, Smurf. Wir haben Boden wie ein wahrer Held benommen. Oh, ich mag dich. Wie wäre meine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anzufertigen? Ja, nee, danke. Was ich habe, aber bitte nimm das. Köderball. War das nicht für Pflanzen-Pokémon? Oh, Sabrikokos. Pflücke sie um Bäume und bring sie mir. Ich fertige daraus Bälle an. Ja, wie wäre es, wenn ich das nicht tue, wa? Ich meine, wie wäre es, wenn ich das einfach nicht tue? Ich meine, ich habe immer noch die Option, es einfach nicht zu tun. Na? Wir verstehen uns. Wozu brauche ich den Scheiß? So, soweit, so gut. Nächste Arena, nächstes Leben. Aber erstmal wieder 10.000 Arena. War sie nicht ein Käfertrainer? Wer? Die Ische hier jetzt. Ach nee, ihr seid zu zweit, okay. Oh, Weberak. Oh, Weberak ist cool. Wieso habt ihr alle Laser? Schluckfehl, come on. Laser! Taserface! Oh, meine Stirn juckt voll, weil die Haut da voll gereizt ist. Vom ganzen Schwitzen. Vor allem, ich bin ein Stein und werd vergiftet. Man muss Poker. Laser! Gut, du bist ein kleines Spinnchen gegen eine Schlangennatter. Ich meine, ich bitte dich. Get real. Ich bin so gerne gerade dort, ey. So geil. Nein, hoch da. That's it. Oh, come on, Zunder. Nicht verwirrt sein jetzt, das ist echt uncool. Lass gut sein. Danke. Meine Güte, ist nur ein Ladybug, das ist nichts wirklich weltbedrohendes. Stop me. Kinder besiegt. Käfer-Pokémon sind cool. Naja, so ein paar, ja. Überwiegend, ne. Ich habe ganz vergessen, dass Onix noch, ne, vergiftet ist. So, sein Steingift. Alter, für eine riesige Steinlatter macht er echt null Schaden. Möchte ich ja nur mal so betonen. Sein Schaden ist mal... Ui. Non. Deswegen hat die Ische jetzt nicht gleich kommt ein fucking Sichlor. Ja gut, wenn ich Pech hab, schlitzt sie einfach mal mein gesamtes Team auf. Oh, sie wird echt sarkastisch. Boah. Ja. Horn. Boom. Oh, komm. Ne, nicht so tun das. Jedes Mal, wenn ihr das tut, vergiftet das immer. Er macht leider noch Tortellini. Ich habe letzt langsam schon richtig Hunger. Das
So. Oh, Wespe, verpiss, ich bin am Lesen. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Boah, wow, normalerweise würdest du einfach nur ausfreaken jetzt. Ja, ich habe aber ein gutes Buch. Also, da ist so ein Skadago in so einer Walküre. Das ist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so ist. Ich habe hier so einen Käfersammler in Unterhosen. Okay, das ist ein cooler Sprite von Paras. Stimmt, warte mal, hat Draghi eigentlich kein Schwert? Warte mal. Ändern wir das mal kurz. So. Not experiment on anyone. There we go. Search the castle. No patience here. Das war mal, weil du sonst immer nicht im Chat warst, deswegen. Hab ich immer vergessen. Oh, Anspielung auf Band 5. Geil. Okay. Ja, ich sitze hier gerade und da wird gerade schnell aus Band 5 beschrieben. Geil! So 6 Bände später. Was das Schwert bedeutet? Du kannst Leute bannen und timeouten und all sowas. Du hast ein Schwertchen. Das ist geil. Eben. Ich habe auch ein Schwertchen. Menschen, wir fahren meine Fotos auf Instagram. So, vom Lab. Meine Güte, ein so ein Giftstachel und jedes Mal bin ich instant vergiftet. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, mein halbes Team ist gerade vergiftet. No, armes Putt-Putt. Jo. Okay, ich lasse das mal so. Zunder.gif. Ach ja, und Draghi, du kannst auch Cap Spam, ohne dass der Nightbot ausrastet. Ja. Ich nutze es immer sehr schamlos aus. Mhm. Und dann denken andere, sie können das auch und werden auf einmal getimeoutet. Alter, Vibor. Hi, Angel. Was? Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Da. Auf einer Seite. Ja. Ich kann nur nicht sagen, was genau ist passiert. Das war. Ah, nein! Spoiler, Son. Hm. Experimenting on you. Okay. Einmal aufheilen und dann. Ui. Den zweiten Arena-Leiter habe ich echt nervig in Erinnerung, weil ich glaube, der Olle hat einen Sichlor. Hatte er, glaube ich, auch. Und Sichlor ist ein Riesendickhead. Ich habe gerade eine Tür gehört. Aber da war niemand an der Tür. Das ist weird. Spooky. Vielleicht ist es der Stranger. Stranger? What are you buying? Nein, nicht der. What are you selling? Versuch's erstmal mit Onyx. Vielleicht kann der ja wenigstens nerven. Who knows? So. Oh, ich liebe die Musik aus dem ersten Teil. Ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forscher machen jetzt einmal Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. How about no? Für mich bist du eigentlich nur ein Käfersammler mit einem Kescher und ohne Mund. Der versucht, mich mit einem Safcon zu bekämpfen. Das wird nicht viel bringen, oder? Nope. Okay, ich kürze uns das mal ein bisschen ab, ja. Du denkst, du hast da einen Kukong? Au. Das Ding stecken wir im Brand.
Fabum. Ah, sein Sichtlot. Nee, dann lasse ich lieber Zunder draußen. Okay, Sichtlot sieht in dem Spiel hier merkwürdig aus. Zornklinge. Ist zu Anfang schwach, ich darf nur nicht zulassen, dass er das öfter einsetzt. Das heißt, je eher wir dieses Ding anzünden, desto besser. Geh weg. Richtig so. Das Problem wäre gelöst. You're evil, girl. You're evil. Okay, ein Kokuna, das ist ja... Ach, weißt du was? Komm, ich habe keine Lust, mich jetzt irgendwie noch mit einem Härtner einsetzenden Kokuna abzugeben. Das ging einfacher als gedacht. Erstaunlich. Okay, wie spricht man diesen Namen aus? Meine Forschung ist noch nicht abgeschlossen. Ich bin jetzt wieder ein gewöhnlicher Käfer-Pokémon-Typ. Ja, Vorzüge des Insektenordens. Zu ihnen gehören Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. Zornklinge. Geil. Okay, unsere Vermutung ist damit vernichtet worden. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ja, du hast es gegen mich eingesetzt und hast dabei versagt. So, yeah. Hat dir ja richtig viel gebracht. War ja richtig geil. Ba-da-da. Du, Banane. Oh, wir sind wieder topfit. Verpiss dich. Wisst ihr was? Wir lassen Felino jetzt hier. Komm mal. Ablegen. Newton. Er ist nicht mehr der Größte. Newton. Er sitzt auf der Bank. Newton, wo er auch ist, gibt's gar nichts. Du schon wieder. Sag mir was, ist das was, Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Hast du geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Mach keine Witze, lass uns sehen, wie gut du bist. Ich hab ganz vergessen, dass es dich noch gibt. Mit deinen magnetischen Händen. Well, that's not fair. Also, Shadow, Hi. Kannst du mir was erklären? Hi. Wie kann es sein, dass ein Buch, wenn es neu ist, circa 15 Euro kostet, aber wenn man es gebraucht kaufen will, 20? Leute, die dumm genug sind, zu hoffen, dass man Profit machen kann? Tesafilm? Zunder aufwachen. Ich sollte den Stream mal leise stellen, das verwirrt mich. Ja, ich höre uns gerade doppelt. Ah, verwirrend. Das scheint mir dein Problem zu sein. Ja, das ist es. Wo hat der Kerl Nebulak her? Aus Nebulak City wahrscheinlich. Oh, Tyrakok. Big Chili. Das Buch kam gestern offiziell raus. Also, an der Erstauflage kann es nicht liegen. Kinnlaser! Ich hab hier ja die Erstauflage auch. Ich werde mir das Buch aber noch ein zweites Mal holen, weil ich jetzt hart habe. Und es riecht so schön nach Buch. Ey, kennst du das nicht, wenn du im Buchhandel bist, dir ein Buch kaufst und das Buch dann aufschlägst und das so schön nach Buch riecht? Es riecht nach Buch, nach Tinte und nach Presse und nach... Nach neu, nach Buchladen, nach schön. It smells like book.
Kinnlaser! Opfer als Level 12. Wunderbar. Zunder ist einfach aktuell bei den besten, bei den meisten Sachen die beste Wahl. Deswegen ist es scheiße eigentlich. Oh, Alberic. Bitte. Pack noch kompliziertere Namen rein. Danke. Ja, warum nicht? Ich hatte schon zwei Namen, wo ich sitze und mir denke so, wie zur Hölle soll ich die aussprechen? Beim einen habe ich jetzt einfach beschlossen, ich nenne ihn einfach jetzt Cassian. Süß. Cashew. Ja, C-A-I-S-S-O-N. Ja, kann hinkommen. Cassian. Weil Englisch und so. Ich hasse Schwäche. Pokémon trainieren ist noch recht kein Unterschied, wer oder was. Wird stärker sein oder schwache auslöschen. Es geht auf Team Rocket. Nur gemeinsam sind wir stark, aber zusammen allein ist ja schwach. Ich hasse sie. Geh aus dem Weg, ein Schwächling wie du, ist nicht mehr als eine Ablenkung. Alter, ich hab grad all deine Viecher mit fast einem Pokémon geballert, nur mal so nebenbei. Just Angel? Saying. Shadow findet bisher Band 10 noch relativ langweilig. Er ist auch erst in Kapitel 4, also kann ich verstehen am Anfang noch, aber es wird geiler. Ich mein, aktuell alles an Omen ist für mich ein Charakter, den ich nicht unbedingt die ganze Zeit bei mir haben will. Ein Fanboy, ein Loser, ein Niemand. Also, wenn ich solche Leute haben will, dann gucke ich mir Bilder von damals an. Ein Anton! Quidnok? Was zur Hölle ist das für ein Name? Oh, Scheiße, wir können Anton nur haben. Oh, wie cool. Anton. Want some Anton? Get over here. Yes. Oh yes. Oh, wie nennen wir Anton? Wie nennt man ein Anton? Dragon Chat, gute Buchreihe. Sehr gute Buchreihe. Empfehle ich nur. Ich würde dir nur empfehlen, fang mit Band 1 an, weil wenn du mit Band 10 anfangen würdest, du hättest keine Ahnung, um was es geht. Es ist zwar geschrieben, dass man auch als nicht ohne Vorkenntnisse auch Band 10 lesen könnte, aber als Botschafterin empfehle ich dir, lies wirklich ab Band 1 einfach aufgrund der Tatsache, du hast sonst nicht die ganzen Verbindungen zu den Charakteren und warum jetzt genau Charakter XY so ein Arschloch ist, weil warum Charakter XYZ auch ein Arschloch ist und warum der Charakter zu dem Charakter ein Arschloch ist, aber zu dem anderen nicht. Ach, das ist alles in den anderen Büchern, deswegen. Fangirl! Groß, dunkel, unheimlich. Ich hab Schiss reinzugehen, weil ich einen Vogel suchen muss. Verschollene Pokémon, Porenta. Ich möchte mich Porenta nicht mal unbedingt nähern, weil das letzte Porenta, an das mich erinnere, war ein fucking Schwertmeister. Mirapler. Mirapler. Nofensa. Alter, die Viecher sind hier immer noch Level 5. Und du bist Level 12. Mindestens. Ich hab schon Zunder schon Level 20. Ich weiß noch mal ganz früh, habe ich mal Glumanda in der ersten Gen immer Glum genannt. Und dann war es auf einmal, hier. Glurak. Branka, tu es. Lesband 5.
Lies ihn. Er ist gut. Wenn du, aber du musst aber die Rechtschreibfehler ignorieren. Das ist das Einzige. Die paar, die da sind. Kenspeckel Gruse! Gruse! Mach den nicht in die Hose. Kenspeckel ist toll. Kenspeckel Beste. Ich war ja gerade, ne? Ja, Draghi muss ja noch Band 5 jetzt noch lesen. Ja, eben. Deswegen habe ich gerade was runtergeschluckt. Ah. Les abends, Draghi. Ist einfach, ist ein bisschen schöner zu lesen. Mach ich auch immer. Hellrider. Die Rechtschreibfehler sind aber nur in der deutschen Version, nicht in der englischen. Weil die deutsche Übersetzerin scheiße ist. Deswegen, ich freue mich schon auf die Rechtschreibfehler im Band 11. Da rege ich mich schon über das Cover auf. Wie kam die auf die Idee, das weiß zu machen, ey? Blutzug! Dich will ich eigentlich nur fangen, weil du Blutzug bist. Ich meine, das letzte Mal hatten wir Rin Mei Mei als Blutzug. Meinst du vor Band 5, Draghi? Dann ist nämlich die Antwort ja. Hab Angst. Sagen wir so, er geht aber noch im Gegensatz zu anderen Bänden. Ja. Danach wird's schlimmer. Ja. Oh, geil, jetzt haben wir auch einen Blutzug. Hab Angst vor Band 5. Hab Angst. Hab viel Angst. Ich nenn's einfach mal Leech. Also. Ah. Leech wird auf Bills PC übertragen und ich musste jetzt irgendwie an Billy von Resident Evil denken. Mirabla. Draghi. Caro und ich haben dich schon vorgewarnt. Aber nee, lies wirklich. Es ist, der Band ist gut. Mhm. Der Band ist wirklich gut. Brutal, aber gut. Er steht in der Kinderabteilung. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum. Auf Band 11 steht hinten drauf, ab 11 Jahren. Auf welchem Band? 11. Okay. Ich weiß, was im letzten Band passiert ist und ich denke mir schon so... are you serious? Noch ein Blutsack. Oh, vielen Dank euch, Pokémon, mein Boss Gorch, ich bin da keinen Orden besitze, Alter, ich bin scheiße. Oh, mein Porenta, also hast du uns gefunden? Ha, wir können dich ohne den Zerschneider einsetzen, um Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, egal, ich dir nur danken. Ach genau, nimm das. Nimm das, was wir eigentlich die ganze Zeit wollten. Ist egal, hier, nimm den Scheiß. Du mein Zerschneider, bring deinen Pokémon bei, um Sträucher und so zu zerschneiden. Wir müssen noch den Orden aus der Pokémon-Arena in Azalea City. Um wieder einzusetzen. Hab ich doch schon, meine Güte. Für was hältst du mich für ein fucking Pleb? Aber zu trinken hab ich ja auch noch ein. Alter, Anton. Anton hat auch ein bisschen Shit gesehen. Der ist alle Level 7, der lohnt ja nicht mal. So, Zerschneider. Und ja, gut. Genau dafür habe ich dich. Kannst du den Zerschneider hier einsetzen? Möchtest du Zerschneider einsetzen? Yes! Slash! Nur zu eines Wildpatrons aufgestellt. Cool. Klingt spicy. Ah.
wenn ich mir nicht sehen kann. Cool. Hat Ausschau nach verlorenen Gegenständen. Sieht aus wie ein fucking Boy Scout oder was? Oh, cool, ein Huthut. Sei auf der Huthut. Oh, Noctu wäre auch cool. Na, erstmal müssen wir den hier kriegen. Und dann müssen wir das hochleveln und dann... Ui. Arbeit. So. Aua. Wobei, da setze ich mich ja wieder hinter und dann... Auf einmal ist auf einmal jeder auf seinem Level und ist cool. B nach oben. Es ist Placebo, aber ist mir scheißegal. Yes. Wie nennt man einen Huthut? Wie nennt man eine Eule? Nenn's Domme. Nein. Och, Menno. Da sehe ich keinen Sinn drin. Es ist niedlich. Wir brauchen irgendwas Niedliches. Ulrich. Nein, das ist weiblich. Gudrun. Gudrun. Oh, du willst es. Okay. Gudrun. Hi, Tür. Auch hier? Gudrun. Okay. Dr. Who! Wäre auch eine Idee gewesen. Aber ist ja weiblich, also... Ja, ich weiß, auch Frauen können Doktor sein, aber ich finde, Doktor klingt immer irgendwie sehr... Männlich. Ich würde gerade sofort noch meine Schwester später von der GSG abholen. Von der GISK? Ja. Also von meiner alten Schule. Von einem Drecksverein, der sich Schule nannte. Oha. Wann schlüpft jetzt endlich mal dieses bekloppte Ei? Meine Güte, ich bin schon so viel unterwegs. Bäh. Vor allem so viele Miraplas hier. Alles scheiße, weil ich dagegen nichts machen kann. Außer wenn ich jetzt Gudrun hier hätte. Was ich mache? Ich setz Kopfnuss ein, um Bäume zum Schütteln. Ja, okay. Das macht Spaß. Probier's doch mal. Cool. Benutzt Kopfnuss, um Bäume zu schütteln. Machen wir auf alle Fälle eine Pokémon herunter. Habe ich irgendwer, der Kopfnuss lernen könnte? Oh, ey, was für dumme Namen. Darkwing kann's lernen. Kolossus. Okay, Kolossus, da macht sogar Sinn. Da ist ja ein Pokémon in dem Baum. Möchtest du Kopfnuss einsetzen? Rüttel, rüttel. Huthut, haben wir schon. Lass dich also nicht stören, Vogel. Schlaf weiter. Saftkorn. Ein schlafendes Saftkorn fällt vom Baum. Was ist das denn für eine Aktion? Pennt einfach. Nein, nichts. No, nothing. Nein, nichts. Was mit dir? Bist du ein Baum? Fucking Mirapla. Ja, Kopfnuss ist generell. War Kopfnuss nicht sogar auch relativ okay stark? Meine.
Ich meine, willst du mal von einem Onyx gekopfnusst werden? Ich glaube nicht. Gudrun! Gudrun! Nicht sterben, Gudrun! Halte durch! Ich hab Gudrun ja schon. Ach so. Ach, guck mal, das Ei schlüpft. Na, es ist ein Togepi. Ah, Togepi. Togepi ist niedlich. Aber total unnötig. Aber niedlich. Total unnötig, leider. Total niedlich, aber. Aber es war klar, dass Togepi daraus schlüpft. Ja. Das Random-Pokémon kommt ja irgendwie noch. Tok Tok. Ich hab Togepi jetzt Tok Tok genannt. Nicht, Turk. Turk. Auf einmal fängt Togepi an zu singen. It's sky love between. Es ist Steak Night für uns die geilste Zeit. Steak ist einfach gut, wird super schmecken, tut. Goodbye and Steak Night. Ihr könntet ihr mir bitte mal sagen, es geht aber gar nicht. Komm, wir machen ein Klo im Restaurant weiter. Aber weißt du, was ich ja auch überlegt hatte? Ich habe ja hier immer noch diese 25 Euro Giftcard von Amazon, ne? Ah. Ich war am überlegen, ob ich mir dafür Scrubs die gesamte Serie hole. Warum nicht? Auf Amazon. Ich meine, ich müsste, glaube ich, ein bisschen drauflegen. Aber ich glaube, das wäre voll cool. Mann, eigentlich will ich nur einen Tanzer, um Tanzer zu haben, weil Tanzer ist cool. Ich finde nur Huthuts. Ich finde nur Gudruns. Und dann gründet Togepi mit den anderen Pokémon eine Airband. Oh nein. Oh, welches Pokémon wäre denn der Hausmeister? Irgendwas, was grumpy ist. Mep, mep. Colossus. Boom. Knurf. Oh, Derek! Nee, ohne Scheiß, ich hab ja so ein Fable für so Serien und all sowas. Ich liebe das. Erst letztens habe ich mir halt Samurai Champloo geholt, die gesamte Serie. Und das bereue ich nicht, weil die Serie ist super geil. Und ich weiß, Kesu hat Mr. Bean die komplette Serie und ich glaube sogar die komplette Serie von Prince of Bel-Air. Deswegen, das sind schon richtig geile Sachen. Man hat immer was zu gucken. Guck mal, ich bin immer noch pissig auf Pro7, dass sie Scrubs abgesetzt haben. Da bin ich immer noch super piefig. Willst du was machen die hier gerade? Nochmal. What the fuck? Erstmal alles Kopfnussen. Das hätte ich gerade gerne, um zu verstehen, ob das jetzt gerade wirklich da steht. Oh shit, ein Tanzer. Genau was ich wollte. Well. Well. So viel dazu. Okay, die wollten sie gerade kidnappen. Eton. Scrubs, die letzte Staffel ist nicht so gut. Ja, das stimmt. Es war eigentlich alles, wo sie da diese neuen Leute eingefügt haben, wo einfach allesamt null Persönlichkeit hatten. Eigentlich ab da. Wo man denn nicht mehr JD gefolgt ist, sondern dieser anderen da. Tanzer hat ein verdammt gutes Argument. Vor allem, warum kennt das Ding auf Level 10 schon Finale?
benutze mal meine geheime Strategie und schmeiß direkt einen Ball. Tactical Tanzer incoming! Bitte explodier nicht. Okay, Tackle ist okay. Könnte nicht ein Quitterball funktionieren? Na, okay, überhaupt nicht. Nein, don't kill me! Das denkt sich der Charakter hier gerade auch bei mir. Ja, eben, Staffel 8, also hatte an sich ein ziemlich gutes Ende bei Scrubs. Hätte man das so gelassen, dann wäre es schön gewesen. Aber, denn diese neuen Charaktere einzufügen und so, Turk und JD immer nur so nebendran herlaufen, das war immer unnötig irgendwo. Die waren, dafür waren diese neuen Leute nicht interessant genug. By the way, fuck you, Tanzer. Das war dann immer so, ja, ich skipp mal zu Turk und JD. Ja, und wenn die dann mal da waren, war ja immer schön und witzig, aber überwiegend ging es um diese Leute, wo dich absolut nicht interessiert haben, weißt du? Du hast mir immer gedacht, so, Alter, was wollen die? Der eine ist ein Großkotz, der andere ist ein Kontrollfreak, die andere ist irgendwie immer scheiße drauf, die andere weiß überhaupt nicht, was sie für eine Persönlichkeit sein will. Deswegen ist, Ich meine, ich war ja schon damals froh, dass sie zwar Kelso quasi rausgehauen hatten, aber dass er immer noch vorkam. Das fand ich ja noch cool. Meine, es ist Dr. Kelso, ich bitte dich, den kannst du nicht einfach rauskicken. Was jetzt, verdammt, und scheiße, Ihre Meinung? Richtig, Doc, Kelso. Ist genauso, als hättest du Dr. Cox weggehauen, das machst du einfach nicht. Nicht in einer Million Jahre. Jamais français, never Mr. Clever. Nicht negativ. Meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Oh, Cox war eigentlich so. Dr. Cox? Ja. Ich liebe es. Tut mir leid. Ich muss das ausführen. Tragen Sie da eine Duschhose. Duschhose für den Mann, der nichts zu verstecken braucht, aber es trotzdem möchte. Durchaus. Generell, JD und Turk waren einfach auch so, die waren wunderbar. Ich habe einfach nur Blähungen. Warum wollen Sie mich nicht gehen lassen? Wir müssen feststellen, ob Ihre Blähungen Leute umbringen können. Ernsthaft? Da gibt's eine Frau, die heißt Whisper? Leute. Careless Whisper. Nee, ich denke mir einfach nur so, Derek. Warum wirfst du wieder so viele Namen rein? Ich will die alle merken und alle aufschreiben. Ah! Einfach nur in die nächste Stadt und speichern. Okay, und ich will das Ei noch holen. Was meintet ihr, dass dieses Ei, wo ein Random-Pokémon drin ist, kriege ich hier in der Pension, ne? Ja. Ich meine, da war so. Zunder ist milde overlevelt. Aber es ist Zunder. Zunder ist toll. Fabum. Wir können jetzt hier noch zu knallen. Bei dir oder wie? Ja. Tick da! Das Ding kann Intensität. Ach, Kolossus übersteht sowas. Opfer hingegen
Okay, wäre das eine schlaue KI gewesen, hätte sie nochmal Intensität eingesetzt und dann wäre Opfer weg. Dann hätten wir hier ein totes Opfer. Es ist eine KI. Ey, die KI in der ersten Gen war teilweise richtig broken. Und bitte dann, wir müssen auch den Namen von Opfer auch richtig aussprechen. Und zwar Opfer! So richtig schön. Pensionsleiter, können Sie mit Eiern aus? Ja. Mit einer Frau gezogen, wir waren entsetzt, als wäre ein Ei fand. Das ist doch unglaublich, oder? Nun möchtest du das Ei? Ja, darfst du es behalten. Du hast dafür keinen Platz. Opa, ich sag's dir. I will fucking dick punch you. Warte mal. Ich leg mal Opfer ab, weil ich will Togepi in die Pension geben. Nachdem ich das Ei hab. Der Pensionsleiter. Kurioses Ei. Guck mal, ja, aber der Trainer wollte das eigentlich, also hab ich es behalten. Oh, wenn ihr wüsstet, die Competitive-Szene, ne? Soll ich eins deiner Pokémon aufziehen? Welches soll ich aufziehen? Hier, nimm Tok-Tok. Ich kümmere mich um deinen Tok-Tok. Hol ich später ab. Tesseract. Das war jetzt hier die Zeit, wo man nur ein Pokémon abgeben konnte in die Pension, right? Nee, da kommst du schon zwei. Echt? Ja. Ab Goldsilber konntest du zwei abgeben. Bei ihr jetzt, ja. Oder? Auch nochmal zu ihm. Ich weiß, da kannst du dir mit Eiern auch, mein Mann, aufgezogen. Hier war eine Staune. Ich muss nochmal zum Kerl nochmal. Achso, oder ich kann auch zu ihr, okay. Bei ihr geht's auch. Achso. Ja, komm, gehen wir zu gebe ich Darkwing erstmal ab. Hey, Hydrothot. Mr. Schirschmann, you've been live for just over 3 hours. By this point in your broadcast, you should have consumed 12 Flotsots. Weißt du, mein lieber Stay Hydrated Bot, da kannst du mir sagen, wenn draußen 90 Grad plus sind. Aber heute ist so ein richtig schöner Tag, wo ich spüre, dass meine Körpertemperatur mal nicht am Schmelzpunkt ist. Von daher, ich glaube, ich gebe mal Leech noch mit ab. Ich kann ihn nicht einstellen, den kriegt man leider von sich aus. Den kriegt man von Twitch aus. Ich könnte ihn blockieren, aber to be honest, dafür, dass er eigentlich nur versucht, seinen Job zu machen, sich das dann wieder ein bisschen rabiat. Kategorie! Tragica Julian, das habe ich gesehen. So, there we go. Then we have no time to waste, Kategorie said, stalking through the door. He's been around, unless you're hungry. Are you hungry? You haven't eaten since noon. I'm pretty hungry, yeah. Okay, then we stop for pizza, Kategorie said, and marched out. Pizza? So. Wir sollten mal keine Zeit verlieren. Obwohl, du hast seit heute noch mein Nachmittag so nichts gegessen. Hast du Hunger? Ja? Okay, dann gehen wir erst Pizza holen. Gehen wir Pizza essen. Soll ich den Pokémon gut aufziehen? Kann ich mich überzeugen? Alter, nerv mich nicht. Ich will eigentlich nur heilen gehen. Tragica, irgendwo habe ich auch noch eine Victor-Pack, aber die werde ich demnächst verkaufen. Der heißt Bodo. Mein Gegner heißt Bodo. Fortnite-Bodo. Fortnite-Bodo? Wird ja mal schlimmer hier mit euch. Meine Theorie ist ja schon, das ist der Grund, weswegen meine Videos jetzt in letzter Zeit so gedisliked werden. Die haben alle was gegen Fortnite-Kalle. Aber Fortnite-Kalle! Eine Victor-Perücke, Draghi. Ich muss übrigens gleich mal gucken, ob jetzt hier Kingdom Hearts jetzt auch schon wieder diese Welle abbekommen hat. Um Darkly Muse as he examinate the rest. He just gets oh, Steinwurf. There. Omen, yay! Wie lange geht das kaputt mit Omen? Schmeiß Tackle weg. Ich hab Kopfnuss, das ist ein etwas besserer Tackle. Ich blätter einfach nur gerade kurz gleich durch und lese einfach. Ich bleib einfach an dem Wort klein hängen. Triggert. Warum? Wieso? Weshalb?
Na, Draghi, ich werde meine jetzt demnächst verkaufen, weil ich die nicht mal. Ach, deswegen die Distel, habe ich schon gewundert. Das kann ja niemand bestätigen. YouTube müsste ja nur mal einfügen, dass du nachgucken kannst, welcher Name welche Likes verteilt. Aber das wäre ja Arbeit. Man hat mir heute erst erzählt von wegen, es ist scheißegal, ob du Likes oder Dislikes kriegst. Das bringt dich im Algorithmus beides nach vorne. Weil das ist Feedback für die und es ist scheißegal, ob es gut oder schlecht ist. Was irgendwo tief blicken lässt, wenn ich mal drüber nachdenke. Also gut zu wissen, dass der neue Teil auch in Deutschland wieder ein Stück spielt. Hat er wieder diese typischen deutschen Namen wie Sturm, Ultralord oder sowas? Ja, das kommt schon in Band 10 vor. Ja, ich weiß. Sturm und Drang. Sturmmeister. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Derek einen großen deutschen Großmagier nach einer Literaturepoche benannt hat. Wieso ist er auf einmal schneller? What the fuck? Nee, hier spielt später ein Zeit in Leipzig einmal. Nee, in Leibniz. Leibniz-Universität. Eben Likes und Dislikes sowie Kommentare gelten als Call of Action, also ja. Und bring dich deinem Algorithmus hoch. Klar, es sieht trotzdem. Ich kenne Leute genug, die sich denken, oh, da 10.000 Dislikes, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Der ist bestimmt voll schlecht. Und dann gucken die nicht weiter. Weil es keine Compilation von irgendwelchen Fortnite ist oder sowas. Ich weiß nicht, muss gewonnen, welches schneller ist. Das kann nicht sein, dass wir gleich schnell gewesen sind. Oh, Flannery. Oh Gott, nicht Flannery schon wieder. Ich hab keinen auf Flannery. Ja, Flannery kommt wieder vor. Ich hasse Flannery. Alter, ich komm nicht drauf klar, dass mein Onyx so gleich schnell wie ein Fukano ist. Okay, du bist Level 9. Du hast literally gar nichts. Du kannst versuchen, mich zu tackeln. Nee, du plätscherst lieber rum. Das ist auch okay. Kaboom. Besasam! Das ist ein Job für Zunder. Le Gasp! Alter, ich muss weiterlesen! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Jetzt geht das schon wieder los. Es gibt nur einen Charakter, Shadow. Du wirst wissen, welcher das ist, wo ich so ausrasten würde, wenn er vorkommt! Es gibt bei dir einige. Einen ganz bestimmten! Es gibt bei dir einige. Du reagierst bei vielen so. Wie hieß mein Charakter im Stück? Ah. Sie kommt wieder! Weil jedes Mal, wenn ich an dein Stück denke, denke ich immer noch an die Performance von eurem Satan. Von unserem... Von eurem Satan, ja. Ah, du meinst hier von Crawley. Wenn der da ist, ist ja. Hier, der gesagt hat so, ja... Niemand kann den König der Hölle zwingen! Warum blieb dir der im Kopf? Weil der Einzige war, der richtig das Ganze gelebt hat. Und dem ich das Ganze abgekauft habe. Um es mal Problem. Ganz böse auszudrücken. Problem ist, Castiel muss genauso auf der Bühne stehen. Wie der da stand. So total emotionslos. Ey, Juliet ist ein toller Höllenhund und Juliet hat eine Zeit lang auf mich gehört. Oh Gott, das Kind, ey. What the fuck? Und dann hat er einen fucking Snorbull. Ich glaube, es hakt bei dir. Den begrabe ich unter Stein.
Random Guy Username? Noch nicht. Noch nicht. Nee, wirklich, es geht schlimmer bei ihr. Ich könnte sagen, am meisten, wenn man sagt so, nee, Kitsch, du bist kein großer Skadagri-Fan. Frag mal die Konfi, ich kann die komplette Story von Skadagri, könnte ich dir jetzt alles hier erzählen, was alles ja, vorkommt. Ja, das könnte sie. Ich kann dir genau erklären, welcher Charakter mit wem zusammenhängt, wer mit wem zusammen war, warum er mit wem zusammen war. Zum Beispiel Teleflow war schon mit Sarah and Rue, Dexter Vex zusammen, und sie hatte mal eine weibliche Freundin. Sie ist bisexuell. Sie war mal neugierig. Ja, sie war mal mit Aurora Chambers zusammen. Zum Beispiel mit Sarah Kenwu hat ihr erstes Date war bei einer Zombie-Apokalypse. Andere machen es anders, oder? Nur mal so als Info, Tenef ist mein Lieblingscharakter von allen. Da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Das sind genug Informationen, ja. Und das war noch das Harmlose. Ich kann noch mehr raushauen. Zum Beispiel, dass Dexter Wechselmann eine Katze hatte, namens Sabrina. Und dieser hatte sich in seinen Schoß festgekrallt und am liebsten hätte er die Katze weggeworfen, aber dann dachte er sich so, nein, die Katze ist zu süß, die kann ich nicht gegen die Wand hauen. Die kann ihn nicht werfen. Ich habe gerade das beste Lesezeichen ever. Ich bin aber gleich wieder da. Ich bin mal ganz kurz weg. Colossus macht einen echt guten Job. So, aber ich glaube, die nächste Arena mai noch. Und ich glaube, dann mache ich auch Feierabend für heute, weil ich muss gleich noch Essen kochen. Weil sonst wird das schlecht. Und das wollen wir ja nicht, ne? Aber kann ich jetzt überhaupt zu? Ich glaube, ich kann schon zur Arena. Die Frage ist, sie hat jetzt halt ihr beschissenes Miltank. Und das Ding... Ui. Könnte ein mittelgroßes bis großes Problem darstellen. Wir wissen. Das Problem ist, in der Stadt hier immer erstmal die Arena zu finden, ist jedes Mal ein Struggle. Die Welt ist ein Radweg, Fahrradladen. Krieg ein Fahrrad von dir? Ich bin hergezogen, aber ich kann mein Fahrrad nicht verkaufen. Warum nur? Willst du ein Fahrrad fahren und Werbung machen? Großartig. Hier bitte, ne, leih dir ein Fahrrad, fuck off. Jetzt die Frage, wann mal Lehmstelle ist Boden, ergo es ist physisch. Right? Da muss ich mal gucken, wer hätte da überhaupt irgendwas zu melden? 22, 34, 20. Ich könnte. Der Einzige, bei dem es Sinn machen würde, wäre Zunder. Weil Onyx Angriffswert ist meh. Wobei Step durch Boden. Gab Step hier schon? Ja, ne? Ja, Onyx hat Step. Außerdem kann ich Klammergriff loswerden. Also wäre das sogar gar nicht mal so doof. Zumal ich habe ja auch vor, Onyx zu behalten. Davon mal abgesehen. Irgendwer hat irgendwas getan. Ich habe es genau gesehen. Oder war das der... War das jetzt der super verspätete Sub von Hellrider, oder? Alter, manchmal ist es weird hier. Ja, dann ist doch Colossus schlauer. Genauigkeit wird gesenkt, ja. Ich glaube, das ist der fatale Punkt. Wenn die Genauigkeit runter ist, aber ich könnte dann auch Smoke Bomb einsetzen mit Zunder. Wäre also auch eine Option. So ist das nun nicht. Also ich könnte mit Zunder auch schlicht und ergreifend Smoke Bomb einsetzen, aber das würde keinen Schaden machen. Erstmal müssen wir da sowieso hin. Und da sind ja wieder 10.000 Leute. Oh, du
muss forever wachsen. Oh ja, nee. Normaler Arena. Wir sind wichtig, wir tun das so. Oh, hauaha. Wieso? Gut, dass Vivi nicht hier ist. Gut, dass Vivi nicht hier ist, um das Begräbnis zu sehen. What? Bibidi-bub. Aber immerhin, Onyx Attack Pool ist mittlerweile richtig angenehm. Genau wie das Wetter hier. To be honest. Warte mal, ich guck mal. Ich will mal ganz rausgucken. Ja, es sieht immer noch sehr bewölkt aus, aber das finde ich schön. Bewölkt ist immer gut. Ja, Genauigkeit sinkt. Darum geht's. Weil, ich meine, Onyx sollte das aushalten. Onyx sollte Walzer eigentlich widerstehen können. So allein Damage halber. Ja, oh scheiße, stimmt. Zunder hat ein Problem, ja. Ganz vergessen. Also müssen wir das mit Colossus vorher machen. Probably. Die sind hier schon Level 17, Alter. Habt ihr aber die Level Cap ziemlich angezogen auf einmal. Vorhin weißt du noch alles Level 5 und alles und auf einmal... Sorry, aber diese Attacken von wegen... Hey... Hey, war nicht effektiv. Hey, war nie. Da geht mir mal auf den Keks. Oh, schon vorbei. Du bist. Ja. What the fuck? Kann ich nicht hier über die Mauer mit ihr reden? So das Ganze abkürzen. Onyx hat Resistenz gegen Stein, ja. Deswegen, ich glaube, Onyx ist. Ne. Colossus ist so unsere einzigste Wahl. Es wird zwar ein langsamer Fight, aber es wird immerhin ein Fight. Ich meine wirklich, die normalen Gegner haben Schreck zurück. Was? Wieso macht Biss überhaupt so viel? Meine Güte! Warum macht Biss überhaupt so viel Schaden? Ist doch eine normale Attacke noch, oder? Oder geht sie jetzt schon als Unlicht? Nerv, nerv. Zumal ja auch die Trainer im Wald waren auch nicht mal so hoch. Gut, in der... Ist schon Unlicht, echt? Okay. Ich dachte, es wäre noch normal. Wäre denn er später zu Unlicht geworden? Ich werde auch nie verstehen, was an einem Biss. Du beißt jemanden. Was ist daran Unlicht? Ist das so eine Twilight-Scheiße oder was? So. Untergrund der Stadt kannst du noch XP abstauben. Ach ja. Oh, habe ich aber eigentlich gar keinen Bock. Weil mittlerweile habe ich Hunger bis zum Abwinken. Um genau zu sein, ich habe tatsächlich mal wieder Hunger seit Tagen. Weil, wirklich, immer wenn das so warm ist, habe ich einfach keinen Hunger. Weil mein Magen sagt dann einfach, Alter, ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, den Kreislauf am Leben zu halten. I'm not hungry. Jetzt habe ich schon wieder Schluck gehabt, das kann aber nicht wahr sein. Hast du nicht vor den netten Äußeren meiner Pokémon täuscht? Sie können dich platt machen. Hast du auch Walzer oder so, Mann? So, bin wieder da. Baby. Angel kann sein, ich habe halt jetzt nur einmal von über die Stelle drüber geflogen. Da stand aber nur Leibniz Universität. Ach du Scheiße, das Ding ist Level 18. Ich bin gerade so oder so erstmal auf Seite 22. Hab erst vor 20 Minuten angefangen, also von daher. Ach, im Japanischen heißt der Typ böse. Und ein Biss kann schon ziemlich böse. Wahrscheinlich ist im Japanischen Fee auch was viel Cooleres.
sowas wie Megadämon. By the way, zweimal Genauigkeit gesenkt. Das Scheißvieh trifft immer noch ständig. Just saying. Zweimal Genauigkeit gesenkt. Es trifft immer noch. Und paralysiert. Ich hasse Pokémon. It's every time the same shit. Danke. Ja, Unlicht ist generell ein beklopptes Wort, davon mal abgesehen. Oh fuck. Ah. Der Kolossus wird hier echt. Also, wenn das mit der Genauigkeit nachher genau so läuft, dann haben wir ein Problem. Sie fahren schon wieder Live-Team von der Umbrella Corporation in Standing Division? Haben die jetzt schon wieder gemacht? Den haben die jetzt schon wieder erschossen. Oh boy. Ja, die italienische Umbrella Corp, die machen ja richtig, richtig Aufführungen. Das war wo ich mir echt, wo ich mir echt denke, so, das hätte ich gerne auch. Deine Pokémon sind topfit, komm wieder vorbei, wenn du kannst. Okay, warte mal, dann gehen wir erst in den Untergrund und werden da ein bisschen... dein Spielplatz, du kennst die Spielhalle. Nein! I will not! Untergrund, yes. Habe ich zwar eigentlich keinen wirklichen Bock drauf heute noch, aber gut. Unsere Spielhalle rausgeworfen, ich hab versucht, Hilfe meines Pokémons zu mogeln. Was ist mit euch kaputt, Leute? Ihr lebt in einer Welt, in der Pokémon leben und ihr versucht, mit ihnen zu mogeln. What is your fucking problem? Wir haben eine echte Party gemacht. Wir haben das gestreamt, wie die Party machen. Hä? Ja, komm. Hier, ich guck mir gerade das an, was, wo die live waren gerade vorhin. Mhm. Die Italian Umbrella Corp. Und die haben da Party gemacht, jetzt mal auf der Con. Cool. Ja, die haben ja Nebelmaschine, die haben ja alles. Die haben ja auch einen fucking Heli. Ja. Sofern den jemand fahren kann. Der wird immer in Einzelteilen angeliefert. Das heißt, der ist nur zur Deko da. Ja. Wow. Beeindruckend. Aber wenn der da so steht, ist das... Slimer, du bist eine Masse. Du kannst keinen Härtner benutzen. Oh, come on! Ihr haltet mich gerade alle von meinem Abendessen ab. Das kann ich nicht zulassen. Ich habe seit Tagen mal wieder Hunger. Hm. Es ist echt so, jetzt die letzte, also diese Woche, wo wir wirklich jeden Tag über 30 Grad hatten, sag ich mal. Hat sich mein Kreislauf jeden Tag gesagt, so, Alter, du hast keinen Hunger. Trink, trink mehr. Und ach ja, ich bin ein Sieb. Hab Steine. Zerschneider? Ich glaube, das ist eine der wenigen Male, dass ich sehe, dass ein Trainer, ein gegnerischer Trainer, eine VM-Attacke benutzt. Ist das effektiv? Nö. Onyx hat halt wirklich null Damage, wirklich. Warum mache ich denn nochmal lebensschellig, Idiot? Er trifft trotzdem. Und crittet. Rüttel, rüttel, boom. Yes. Vielleicht sollte ich vorher noch den Miltern. Vielleicht sollte ich vorher noch Dings reinschicken. Hier, sag schnell. Wie hieß es? Lilia. Einfach paralysieren. Ich
meine, es wird nicht überleben oder irgendwas da. Oder vergiften. Vergiften ist noch besser. Vergiften ist gut. Ja, Magnetilo. Das Ding ist ja jetzt. Das Ding ist Level 7. But why though? Oh, weil du 4 Stück davon hast, echt jetzt? Ernsthaft, weil du 4 Stück von den. Okay, fuck you. Ich hab Hunger! Du Pissbagge! Muss man halt ein bisschen Zeit und Raum verschieben, nur damit du das kriegst, was du willst. So ist das halt nun mal. So, und der letzte. Ich glaube, ich besitze seltene Pokémon. Zeig sie. Du glaubst, ich besitze? Was? Alter, ich will eigentlich nicht mal wissen, wieso du einen fucking Mantel trägst, ne? Und im Hintergrund kommt schon der RTW extra. Ja. Mir ist gerade ein RTW an meinem Haus vorbeigefahren. Ein Ritteve. Ein RTW, ja. Ein Ritteve. Sei froh, dass es kein MLF ist. Kein MLF. Aber was, wenn ich möchte, dass es ein ist? Level 8. Zu spät schon tot, zu spät schon tot. Was soll ich die anderen heute? Tot? Dasselbe war gestern auch Shadow. Ja, Keso und ich haben gestern Detroit Become Arbeitslos zu Ende gespielt. Oder sie und du saßt daneben. Ja. Ich saß daneben und hab sie gejudged. Und dann war ich war so das. Ich war so das Gewissen. Ein Heulen im Hausflur. Beschmeiß es mit Treppen. Hey, Fireblast. Ich hab meine Kinder sich an der Treppe. Level 18. Damit müssen wir jetzt arbeiten. Ich weiß gar nicht, sie hat doch vor Miltank hat sie doch noch ein anderes Pokémon, oder? Frag Andy. Andy war derjenige, der dran verzweifelt ist. Ja. Wuchtschlag! Die beste Kampfattacke im Spiel! Okay, sorry. Jeder hat so seine Memes. Pipi oder Pixie? Also nichts, was ich wirklich ernst nehmen müsste. Oh Gott, dieses Buch, es tötet mich jetzt gerade schon. Das heißt, ich schicke... Ich bin gleich wieder da. Oh. Scheiße, ich schicke Zunder an die Front, damit er sich um das, was auch immer da zuerst kommt, kümmert. Okay. Ach shit, mit der muss ich mich anlegen. Die haben Metronom. Ja, Metronom ist ein Münzwurf. Nein, nicht Münzwurf, es ist ein Würfel. Ein Würfelwurf. Da müssen wir hoffen, dass da nichts passiert, was uns umbringen könnte. Ach du Scheiße. Ja super, jetzt muss ich leider nochmal zurück, weil ich wieder auftanken muss. Weil die ausgerechnet 3 Pokémon hat, die alte. Aussetzer, von mir aus. Darf ich dir schon meine Kollegen vorstellen? Mein Kopf. Autsch. Ja, ein Igeln bringt dir jetzt auch nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Ja, so kriegen wir vielleicht noch Level 19. Wenn alles nach Plan läuft. Ah, shit. Gut, dann erst so. Erst debuffen. Fuck you, ich hab keine Ohren.
Alter. Ist immer noch? Ja, Alter. Ist immer noch Aussetzung. Kreideschrei ist gut. Okay, komm. Das wird ja wohl wenigstens dann noch Level 19. Boah, das ist immer noch was gegen einen selber irgendwo. Ein Igler. Weißt du was? Fuck you. Ich habe keine Ohren, ich bin ein Stein. Und tot. Oh, fuck you. Oh nein, nein. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich so nicht ein. Level 19 oder gar nicht. Nur über meine Leiche. Geht doch. So easy geht das. Na also. Auf einmal ist mein Level 19. Wisst ihr, wie schnell das geht? Manche Leute meinen, ich bin zu ungeduldig für Pokémon-Spiele. Ich bin der anderer Meinung. Man kann nicht zu ungeduldig sein, wenn man Zeit und Raum kontrollieren kann. So. Die Ische jetzt. Das könnte jetzt witzig werden. Die Frau ist echt begabt dafür, dir in die Suppe zu spucken. Wird sie nicht so gut aussehen, ne? Ja, das erste überlasse ich Zunder. Dann wechsle ich zu Lilia. Werd versuchen, Miltank zu vergiften. Und dann hoffen. Ich bin Bianca. Jeder ist ja Pokémon interessiert, also müsste ich mitmachen. Oh, sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Du bist eine Arena-Leiterin. Man erwartet von dir, dass du gut bist. Die Schlauste bist du auf jeden Fall nicht. Okay, Level 18 ist das Ding. Vor Pipi habe ich weniger Angst. Es ist viel mehr... Aua! Das war ein Crit. Zweimal. Ja, Duplex, die nimmst du literally. Au. 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 Magst du das nicht tun? Ich hoffe einfach, dass Lilia wenigstens einmal durchkommt, um zu vergiften oder zu paralysieren. Kannst du mal aufhören? Aua, mich zu hauen. Das ist fucking painful. Jetzt ist die Frage, was will ich lieber machen? Sie vergiften, sprich konstanten Schaden und dann das Zeitspiel spielen zur Not? Ruckzucki. Ja, hier ist immer noch besser als fucking Rudenschlag, was? Oder Silberblick, ja gut. Ist immer noch besser. 21 und du lernst Ruckzucki, also Zunder. Der schnellste Lerner bist du nicht. Ja, wisst ihr was? Wir versuchen es zu vergiften. Ich schicke Lilia rein und werde versuchen, das Ding zu vergiften. Weil Onix kann das aushalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Ding ist allerdings schneller. Oh mein Gott, es ist wenigstens einmal ist das Spiel auf meiner Seite. Ja, das Ding ist schneller. Die Kuh ist schnell. So, Colossus. Okay, das war das erste. Das nennt sich Giftschaden. Der ist sogar gut. Der Giftschaden ist nice. Das ist konstanter Damage. So, und jetzt. Ah, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr Damage. Gift. Bisschen Genauigkeit runtersetzen. Dann muss sie nämlich wieder von vorne anfangen, wenn sie daneben rollt. Was sie natürlich nicht tut, weil es ein CPU ist.
come on. Nochmal runter. Das kann nicht wahr sein, dass du immer noch triffst. Ich hätte wahrscheinlich schon killen können jetzt. Meine Güte, es ging daneben. Es hat ja auch nur 3 Lebensstellen gebraucht. Okay, das hat funktioniert. Und das alles fast ohne Opfer. Mensch, das hat doch funktioniert. Mensch. Das hat doch funktioniert. Das soll denn nicht ernst sein, mein Kind, du. Schlürf. Japs. Du bist gemein. Du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Schnüff, da willst du in Orden? Stimmt, Vergaser ist ein Basisorden. Verpiss dich. Geh Call of Duty spielen. Hier Basisorden können deine Pokémon stärker aus dem Kampf einsetzen. Was ermöglicht eine Initiative deiner Pokémon. Und das hier kannst du auch haben. Ich will es eh nicht haben. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme des Pokémon voll zur Geltung. Pass auf, nicht so perfekt süßen Ding wie mir. Bitch. Und alles, was du dann noch aus dieser Arena hörtest, war Wäh! Wäh! Waluigi. Jetzt mit 100% mehr Wäh! Warte mal, irgendwo hier war doch... Brauche ich doch für später. Nee. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Verpiss dich. Geh mir aus dem Weg. Ich mag meine Pokémon so, wie sie sind. Ich brauche eine Gießkanne. Die ist genau daneben. Dann. Hast du wackeligen Baum auf Route 36 gesehen? Boah, meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt. Es ist. Okay. Okay. Ich dachte, von dir kriegt man eine Gießkanne. Die ich brauche. Ja, man kämpfen könnte, wenn Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Der Angriffspunkte oder AW und Attacken waren verbraucht. Meine Güte, was ein Loser. Oh Mann. Ja, neben der Arena habe ich ja, aber. Ach, ich muss erst zum Baum. Ach, ich muss also erst zum Baum. Dann merken, oh Scheiße, das funktioniert ja gar nicht. Und dann, ne? So, aber hier ist dann erstmal Feierabend oder so, denke ich, wenn ich meine Maus wiederfinde.